Ja, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Test Spore. Ja, das sind so meine ganzen ersten Spielerdrücke gerade. Ich war einmal nur kurz drinne und habe ja den Sound ein bisschen eingestellt. Von der Lautstärke her. Ich hoffe, das passt so. Ich muss mal kurz gucken. Ja, es dürfte passen. Und ich war noch gar nicht im Spiel selbst drinne. Und ich sehe nur, wir können hier verschiedene Welten auswählen. Wobei der nicht aussieht, als ob der wirklich bewohnbar wäre. Irgendwie so rostrotes Wasser oder was das auch immer ist. Und ja, nicht wirklich grüne Landschaft. Da sieht dieses hier schon viel erdnäher aus. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier unten an bei dem. Und schauen, was uns erwartet. Wähle eine Phase. Was gibt es denn hier? Zellenphase. Beginne ganz am Anfang. Entwickle deine eigene Schöpfung mit ihren bescheidenen Anfängen im Wasser bis hin zur intelligenten Spezies auf der epischen Reise von Spore. Joa, da würde ich mal schauen. Wir könnten aber noch keine andere Phase nehmen. Okay, die Zellphase. Pflanzenfresser fressen Pflanzen. Ah, ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Fleischfresser fressen Fleisch. Oh mein Gott, das wird ja immer kurioser hier. Ja, jetzt können wir hier anscheinend auswählen. Was nehmen wir denn? Also ich würde glatt schon dazu tendieren, einfach mal den Fleischfresser zu nehmen. Oder? Ja gut, aber wir nehmen den Fleischfresser einfach. Wähle deinen Schwierigkeitsgrad. Leicht, normal. Gehen mal auf normal. Leicht ist zu leicht, schwer ist zu schwer. Normal ist halt normal. So. Planeten benennen. Du. Ah, genau, ich hab eine Idee. Utopia. Oh, ja, so einfallslos. Ach, hier hätten wir auch per Zufall machen können. Ich finde den Namen nicht, oh, nicht so schlecht, sag ich mal. Also ich könnte damit leben. Am Anfang war es ein Nichts. Doch dann. Schoss ein Riesenkomet auf den Planeten. Kaum. Diese Soundeffekte, die sind doch Hollywood-reif. Das Intro sieht schon mal ganz nett aus, muss ich sagen. Oh, da sind wir. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in den Fortschrittsanzeige angezeigt. Oh, ich habe gerade Schluck auf. Das ist eine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neuen Teilen investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Okay. Ich dachte, ich werde größer und nicht die Welt. Du bist ein Fleischfresser. Jage andere Zellen oder schwimme über treibendes Fleisch, um zu fressen. Wie kann ich mich dann bewegen? Mit den Tasten? Okay. Auch hiermit würde auch gehen. Muss gerade nur mal. Oh, da ist Fleisch, Fleisch, Fleisch. Check. Ach, das andere frisst da auch gar nicht. Ich überlege gerade immer noch, wie ich mich am besten steuere. Ich glaube fast, dass ich mit der Tastatur, mit der Maus besser zurechtkomme. Haha, ich krieg dich, ich krieg dich. Ja. Augen. Da habe ich dich. Oh ja, das gefällt dir, ne? Komm, komm her, komm, los, los. Nicht schreien. Warum ist er denn so schnell? Nein, 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 nein.
Okay, die Steuerung ist gerade etwas gewöhnungsbedürftig. Achso, ich kann auch gedrückt halten, die Tastatur, die Maus. Ah, okay. Ich muss gar nicht erst drücken. Hoppala. Ja, wir sind gewachsen. Alter, was ist das denn? Können wir den auch platt machen? Ich krieg dich. Boah. Okay, mit denen sollten wir uns verdient anlegen. Nein! Boah. Ui, böses Vieh. Okay, der war etwas zu groß für uns. Aber den kriegen wir. Hoffe ich. Meine ich, denke ich. Ah, was war das denn? Moment, da ist doch gerade irgendwas. Irgendwas. Ach so, Stachel. Zellenteile freigeschaltet. Ah. Okay, ich habe da was freigeschaltet. Was ist das hier unten? Partner rufen. Sollten wir vielleicht gleich machen. Aber ich würde, glaube ich, erstmal lieber gerne noch ein bisschen was fressen. Weil ich weiß nicht, ob das dann zu früh ist, wenn wir das jetzt schon machen. Vielleicht nicht einfach noch ein bisschen wachsen? Vielleicht können wir dann auch gleich mal diesen Dicken da fressen? Ich würde den ja gleich gerne mal angreifen. Ach du. Ich krieg dich. Oh, 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 und weg. Nein. Okay, das war vielleicht doch eine doofe Idee. Nein, alter Falter. Ach, okay. Dann nehmen wir uns halt doch mal ein bisschen kleinere Viecher. Jupp. Ah, da können wir auch Leben regenerieren durchs Fressen. Okay. Dann muss ich doch erstmal ein bisschen was fressen. Bevor wir uns mit hier anderen Fleischfressern wieder einlegen. Ja, guck mal, jetzt ist er nicht mehr so groß. Ja? Ja? Machst du dir die Kleinen an? Alter, was ist das denn unter uns? Alter, hörst du wohl auf damit. Ich finde das gar nicht lustig. Oh, jetzt gibt's aber aufs Maul. Jetzt gibt's so richtig. Da geht's haut ab. Weißt du jetzt, wo wir ein bisschen größer geworden sind? Nee, also so nicht, so geht das nicht. Jetzt. Ja, komm, dann hau ab. Ich will den jetzt mal hier. Den hatte ich noch nicht. Oh, der wird immer langsamer. So. Uiuiui. Okay, können wir jetzt hier irgendwie mal. Achso, nee, können wir noch nichts. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen warten mit der Dame rufen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann vielleicht sonst was verpassen. Komm. Alter, was soll das denn? Bist du denn des Wahnsinns? Alter, ist ja schnell. Komm, komm, los. Labe dich an seinem Fleische. So. Ah, nein. Da ist er, ne? Ja, findest du geil, ne? Du blödes Daulo. Hab ich dich. Ich werde dir zeigen, mich hier zu rammen. Nein, ich will meine Partnerin immer noch nicht rufen, weil ich es einfach zu früh finde. Ich bin noch nicht bereit dafür. Die anderen sind aber alle schneller als ich. Das ist natürlich unvorteilhaft. Außerdem sehen wir generell irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich krieg dich. Es macht einfach viel mehr Spaß, andere Zellen zu jagen, als dieses Fleisch zu nehmen, was hier sowieso schon rumliegt. Ah, guck mal, da. Mittlerweile habe ich ja jetzt auch rausgefunden, ich hätte es vielleicht auch mal nochmal einfach sagen sollen, wenn wir andere töten, andere Zellen, dann kriegen wir was von denen. Ach, guck mal. Ach, auch wenn andere Zellen getötet werden, sozusagen. Alter, was ist denn hier zum Getümmel? Oh, wir müssen da, glaube ich, raus. Wie geht's? Nein! Oh.
Ich labe mich an eurem Fleische. Das ist natürlich jetzt... Alter, ist das ein fettes Vieh. Alter, nein, ich will da nicht hin. Oh, oh. Oh. Erinnert mich so ein bisschen an diesem Spiel, was jetzt momentan so rumkursiert. Alter, was willst du denn? Oh. Der will Stunk. Der will Stunk machen. Ich will aber keinen Stunk haben. Deswegen schiebe ich mal dieses Ding vor mich her. Was mich extrem verlangsamt. Und irgendwie können wir gerade nur noch andere Zellen jagen, habe ich das Gefühl. Es gibt hier gar kein Fleisch mehr. Oder sollen wir jetzt doch die Partnerin rufen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ach, hier ist auch direkt die Partnerin. Komm, wir machen es jetzt einfach. Was? Wie? Wo? Warum denn? Och, Menno. Also ich bin wohl nicht so geübt in dem Spiel. Ich hätte vielleicht doch einfach mal auf leicht machen sollen. Müssen wir jetzt da hinschwimmen? Ach nee, da ist er doch. Oder nicht? Das ist doch nicht unsere Partnerin. Ach da. Ja, die ist willig auf uns. Ach so. Jetzt geht's los. Das war wohl ein Frühzünder. Der war ja schon fertig. Du kannst den Modus in jedem Design mit einem Klick auf den Modus-Button ändern. Bevor du zum Gezeitentümpel zurückkehrst, kannst du das Ganze im Malen-Modus farblich ein bisschen aufpeppen. Okay. Aha, hier können wir das schon mal verschieben und wegmachen. Ich würde sagen, das verkaufen wir erstmal. Guck mal, wir können auch hier die Augen am Arsch machen. Das hat ein Arschauge. Was gibt es denn hier? Wir nehmen das erstmal weg. Knopfauge, Perlenauge. Wo können wir die... Oh, ist der süß. Joa, du bist so ein hässliches Kerlchen. Du bist schon wieder süß. Oh mein Gott. Das ist Gift. Okay. Stachel. Das können wir also alles dran machen. Ach, hier sind noch so Werte. Giftspucken, Angriff und Zerstörung, schnelle Drehung. Schnelle Drehung hört sich doch ganz gut an. Und eine Düse. Gibt auch noch Tempo. Das ist die Tempodüse. Sieht irgendwie pervers aus, muss ich ja sagen, das Ding. Nein, wir haben ja keine Punkte mehr. Jetzt habe ich hier schon alles verdönselt. Habe ich aber keine Punkte zum Angriff. Brauchen wir denn die Augen? Wer braucht denn Augen heutzutage? Ich fand es aber eigentlich ganz cool. Also ich würde das eigentlich gerne lassen. Und hoffen, dass wir dann bis zum nächsten Mal genug Punkte haben, uns noch so ein paar Stacheln dran zu machen. Wir nennen das Ganze mal Let's Player Beschreibung. Der Let's Player ist wie nennen wir das, haben wir denn? Ein Na. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für Rechtschreibfehler. Ich habe nämlich gerade keine Lust, da wirklich nachzugucken.
So, der Let's Player ist ein wirbelloses Tier, das die Sonne meidet und sich sehr ungesund ernährt. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das erste Tierchen. Tschüss.